Für die 8. Sendung von Let's Dance hat Bergdoktor Star Marc Keller sich etwas ganz Besonderes überlegt. Doch sein Auftritt kommt nicht bei jedem RTL-Zuschauer gut an. Köln, in der 7. Let's Dance Live-Show, 19. April, holten Schauspieler Marc Keller, 58, und Profi Katrin Menzinger, 35, im Charleston die Bestpunktzahl. Volle 30 Punkte und Standing Ovations erhielt das Tanzpaar für seine Leistung. In der aktuellen Sendung, 26. April, präsentierten die Let's Dance Teilnehmer einen Samba zu dem Song Copacabana von Barry Manilow, doch vor der Tanzperformance auf dem Parkett legte der Schauspieler einen ganz anderen Auftritt hin. Vor ihrem Samba bei Let's Dance, Marc Keller greift zum Mirko und stimmt Song an, wie hart das Training für die beliebte RTL-Show Let's Dance ist, berichtete Marc Keller in einem öffentlichen Gespräch mit seinem Bergdoktor, Kollegen Hans Siegel, 54. Wie sehr er sich dafür aber ins Zeug legt, wird den Zuschauern in der 8. Folge des Erfolgsformates erst richtig bewusst. Dort greift der TV-Star nämlich überraschenderweise für eine Gesangseinlage zum Mikrofon. Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen TZ-App. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer WhatsApp-Kanal Beste Unterhaltung. Vor seinem Samba, den Marc Keller gemeinsam mit Partnerin Katrin Menzinger auf dem Tanzparkett hinlegt, sang er den Song Copacabana selbst ein. Bereits im Vorstellungsvideo erfuhren RTL-Zuschauer von der Musikleidenschaft Kellers und dass er vor der Live-Show im Tonstudio gewesen war. Doch die Gesangsaufführung des 58-Jährigen führt zu gemischten Reaktionen im Netz. Let's Dance Zuschauer sind über Marc Kellers Show-Einlage und neins. Das ist eine Tanzshow und keine Gesangsshow. Er kann ja bestimmt toll singen und so, aber warum muss er bei Let's Dance singen? Das war doch jetzt total unnötig, oder? Du sollst tanzen, lauten einige Kommentare von genervten RTL-Zuschauern auf der Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter. Doch nicht alle Fans der Tanzshow sind der Ansicht. Einige sind regelrecht begeistert von Marc Kellers Performance. Das war wirklich toll, hey Marc. Hervorragend gesungen, wirklich, und das Singen war toll. Dafür kann man sich gerne paar Sekunden nehmen, schreiben Fans, die den musikalischen Auftritt des Bergdoktor-Stars feiern.